Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War Rise of the Republic. Ich habe mal einen Kumpel von mir gefragt und er hat den Wunsch geäußert, dass ich mehr Schlachten spielen soll, also weniger automatisch. Und genau, das mache ich jetzt auch, also das wollte ich sowieso spielen. Wir haben relativ gute Chancen, weil, also er hat... komisch, dass das hier nicht angezeigt wird, weil er hat nämlich Bronzerüstung und Silberschwert, soweit ich weiß. Ah, er geht raus. Interessant. Er geht raus. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der ausmarschiert. Da hinten ist die Stadt. Super. Courage. So, ja, gut. Wie ist gerade die Ausstellung? Die Ausstellung ist eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Aber ich will mal für diese Schlacht eine römische Aufstellung versuchen. Und zwar die Hopliten waren... Warte mal. Die Hopliten wurden später... ersetzt durch die Triarii. Und die Triarii waren quasi die dritte Reihe. Das kann ich hier eigentlich fast nicht machen. Ja, geht schon. Warte, dann mache ich hier. Und dann die Steinschleuderer hier. So. Also klar, die waren zwar Vilites, aber Axensi habe ich jetzt nur. Okay. So. Genau, hoffentlich bekommt der auch paar Erfahrungspunkte, damit der Gold wird. Das wäre super. Nee, du solltest 1 werden, du 2. So. Und zwar die Geschichte dahinter war, bevor ich starte einfach trotzdem mal. Der marschiert wirklich auf mich zu. Das ist ja super. Respekt. Okay, also und zwar die Römer haben die Hoplitenphalanx von den griechischen Italienern oder die Griechen auf der italienischen Halbinsel, Halbinsel kopiert. Die Griechen waren ja, oder sind in diesem Spiel ja immer noch, in den südlichen Bereichen von Griechenland stationiert bzw. beheimatet. Und die Römer haben das eben kopiert und dann später haben sie die Triarii von der Etruskischen Liga kopiert. Darin waren die Römer eben, wie schon öfters gesagt, richtig gut. Die haben sehr gut die Stärken der Feinde kopiert und verbessert. Und die Triarii war eben die letzte Instanz, also die dritte Reihe in der Schlachtordnung. Und da entstand halt auch dieser Spruch bei den Römern. Wieso sind die so langsam? Ah, egal. Da entstand eben der Spruch, jetzt sind die Triarii dran, oder das müssen jetzt die Triarii handeln oder retten. Das war, falls die ersten zwei Reihen versagt haben. Und zwar, die erste Reihe war, wie gesagt, Vilites oder Bäuerliche, sage ich mal. Dann kamen die Schwertkämpfer, hier haben wir auch ein paar Zenturien noch dazu. Und dann die Triarii eben, genau. Und, das kann ich eigentlich vorspulen. Und früher waren die Triarii Adelige. Und das wurde halt dann
abgeschafft, als Rom zur größeren Macht wurde. Und es war ganz, ganz praktisch, dass die Triarii, also die Adeligen, hinten standen, weil da hatten die bessere Chancen, wirklich zu überleben. Sehr gut aufgepasst. Kavallerie, komm mal raus da. Und du sowieso. Die Steinschleuderei kommen jetzt mal komplett raus. Der Kavallerie. Nein, warte mal. Du kommst jetzt mal zurück. Die. Unser General wird angegriffen. So. Ja, die Kavallerie wird jetzt mal surrounden und hier, naja, jetzt kommen halt schon die Triarii dran, ne? Also war nicht ganz so gut durchdacht hier von mir. Ja, da wurde ich gerade echt bisschen überrascht. So, sehr schön. Rennt mal. Ihr rennt mal auch. So, und ihr schießt mal jetzt auf diese. Hallo, ihr sollt rennen. Lauft mal. So. Ah, ja, sehr schön. Warte, geht mal jetzt zu denen. Ja, jetzt kommt nämlich der General. Jetzt raus da. Jetzt geht die mal da hinten hin. Super. So, das sieht doch sehr gut aus. Warte, du, ihr geht mal weg da. So, ihr schießt mal nicht weiter. Genau. Dahin. Geht mal ein bisschen weg da, ne? Oh, ihr könnt eigentlich da hochgehen. So. Ihr solltet eigentlich da angreifen, ne? Greift an. Dankeschön. Ja, wow.
So, genau. Also, die Triarii waren eben so legendär, dass sie auch den super, jetzt ist er Gold. Das wollte ich erreichen. Dass sie eben, wie schon erwähnt, die 240, 120, ja, passt. Dass sie in Rom auch in der Stadt den Spruch hatten, dass wenn die Triarii in die Schlacht gehen, dass also die Triarii mussten immer eine ziemlich aussichtslose Schlacht oder Situation meistern, und da kam dann auch der Spruch her, dass wenn in Rom irgendwas nicht geklappt hat, dass dann die Triarii hingehen mussten und alles retten mussten, was sie in Rom nicht gemacht haben, aber trotzdem, das war eben der Sinnspruch da. So, jetzt habe ich aber eine Frage, warum habe ich nur 90? Wieso habe ich gerade nur 90? Warte mal. Armee zerstört, Siedlung verloren, Bankrott. Ist leer, ihr habt mehr Geld ausgegeben, als ihr Steuern und Handel eingenommen habt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil ich hatte letzte Runde irgendwie plus 1800 oder so. Veggie schon wieder. Haushalt erweitert sich. Für Kavallerie. Das ist sehr gut. Siedlung erobert. Also der da hat anscheinend echt nichts gemacht. Aber jetzt kommt meine Attentäterin. Und töte dich. Hallo. Feind verwundet. Alter, das ist so eine Badass-Tante, das ist wunderbar. Aber es ist gerade noch sehr seltsam, dass ich nur plus 90 habe. Okay. 212. kann hier entweder drei Barrikaden, sechs Angriffsweite, Reichweite für Geschossinfanterie, Nahkampfabwehr und Rüstung. Momentan habe ich ein bisschen. Was kann ich jetzt machen? Veteranarmee. Ein Erfahrungsrang pro, also für Rekruten und Moral für Einheiten. Angriffsbonus, warte. 3 und 15. Hier ist es 12 Reichweite. Angriffsbonus und Moral ist natürlich auch super. Unbezwingbare schwere Krieger. 18. Oje, das ist alles jetzt super. Öffentliche Ordnung. Ja, genau. Das sind die alten. Hier Angriffsbonus. Angriffsbonus 12 und Bewegungsreichweite. Moral. Erfahrungsrang. Das brauche ich eigentlich. Erfahrungsrang brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Angriffsbonus für alle Einheiten. Der Zorn des Romulus. Hier 6 für schwere Infanterie. Und hier 6 für alle Einheiten. Das ist natürlich gut. Also 6%. Hier bis zu 18 Nahkampfschaden. Und hier 18 Angriffsbonus. Nahkampfangriff, Waffenschaden, Nahkampfabwehr. Und hier noch mit 9% Moral und Bewegungsreichweite. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich eigentlich nur noch schwere Kriege habe. Und da ist natürlich Waffenschaden und Angriff besser als jetzt Angriffsbonus. Okay, ich mache die schweren, unbezwingbare schwere Krieger. Das ist sehr schön. Und du bist jetzt Gold 2. Du bist natürlich noch nichts hier. Leider. Und du bist jetzt auch Gold 1. Das ist sehr gut. Nächste Runde werde ich hier das verlieren. Das werde ich aber nächste Runde wieder erobern. Das da werde ich auch erobern. Der hat eigentlich gerade nur 4 Einheiten. Das kann ich eigentlich mit dem
Das könnte ich eigentlich mit dem dann erobern. Gut. Hier habe ich gerade öffentliche Ordnung. Ja. Was bist du gerade? Okay. Also der hat gerade das von ihm weggenommen. Also hoffe ich doch mal, dass der... Hier sind halt fast zwei Fullstack-Armeen. Das könnte noch heftig werden. Oh-oh. Oh-oh. Uiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiui. Okay, er hat zwei... Die Holländer, die Witwenmacher. Vor denen habe ich Angst, vor allen Dingen vor den Bogenschützen, die sind sehr gut. Also natürlich würde ich das kämpfen, natürlich. Ich überlege nur, ob ich rausmarschiere oder ob ich drin bleibe. Aber ich glaube, ich bleibe drin. Es wird zwar dann nicht so spannend. Aber drinnen habe ich eine viel größere Chance zu gewinnen. Ja. Speichern. Das wird dann eine relativ lange Folge, glaube ich, weil jetzt sind wir schon bei einer Viertelstunde. Und ich glaube, ja, das wird nochmal 20 Minuten dauern. Hoffentlich schafft es die 501. Legion, den Feind zu vertreiben. Okay, das ist ein ziemlich offener Platz. Das ist nicht so gut. Wie stelle ich mich auf? Wisst ihr was? Ich glaube, ich rücke aus. Und zwar werde ich mich hier dazwischen aufstellen und hoffen, dass er mich hier angreift. Weil hier sind meine Flanken geschützt. Ja, das werde ich machen. Das werde ich machen. Die ganzen Einheiten hier, die brauche ich ja. Bis auf die da, die könnte ich gebrauchen. Die stelle ich alle hier hin. Die stelle ich alle hier hin. Warte, up. Ja, komm. Ja, vier, so. Diese da werden zu zwei. Die rennen zuerst dahin. Warte. Der kommt auch zu zwei. General. Warte, die da kommen volle Kanne an die Front. Die werden zu eins. Warte, die werden auch zu eins. Die Kavalleristen werden zu drei. Die rennen dann an die Seite. Okay, was habe ich hier noch? Den habe ich vergessen und die beiden habe ich vergessen. Ich glaube, seine zweite Armee kommt von hinten. Wäre immer so. So. Und jetzt, Entschuldigung, werde ich gleich mal hier eine breite Front aufstellen. Hier die da, die Zweier werde ich gleich da hinten aufstellen. Kavallerie rennt hier raus. Und das war's, glaube ich. Okay. Ja. Aber schnell, 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 ne? Es nähert sich feindlich. Ja, die kommen von hinten, aber das ist gerade egal. Die stellen sich hier an, schießen gleich mal los.
Warum rennen die raus? Die Männer wanken. Ja. Das ist mir gerade egal. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen zumachen. Okay, da ist der General. Ist mein General da? Ist mein General? Unser General wird angegriffen! Super, es läuft gut. Schön in den Rücken chargen. Ja, dann mache ich das so. Schön angreifen. Ihr Steinschleuderer, was macht ihr denn gerade? Ihr greift mal die da an. Ihr bekommt jetzt Verstärkung von diesen da. Wer seid ihr? Hä? Nein. Oh. Vier. Das ist doch schon mal sehr gut. Le General. Wo ist Le General? Hä? Da ist Le General. Muss mal ein bisschen pushen. Oh. Feuer frei. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Das ist gerade gar nicht gut. Okay, ich muss mich echt ein bisschen beeilen hier. Wieso konnte er meine Einheiten so krass dezimieren? Das ist nicht gut. Volle Kanne auf den General. Ihr bekommt jetzt hier. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Hä? Der feindliche General ist tot. Wo ist der denn hingelaufen? Warte, na. Feuer aus. Okay, jetzt kommt er schon von hinten. Die verdünnisieren sich mal. Jetzt kommen sie von hinten. Okay, jetzt stellt ihr euch hier so auf. Gut, jetzt muss ich mich wieder aufstellen. Vor allen Dingen die Hopliten müssen jetzt wieder hier eine Mauer machen. Ihr dürft wieder Feuer frei machen.
hier, ja genau, der kämpft noch weiter. Wer bist du? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Versteckt mal hier. Ja, haut mal hier volle Kanne rein. Wo sind meine Kavalleristen? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Hä? Wo denn? Was denn? Alle gehen jetzt auf den General. Gar nicht gut. Das ist gerade nicht gut. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So. Ui, was machen die denn jetzt? Da sterben mir zu viele. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Akt. Warte mal. Die Dänen ziehen sich mal zurück. Die drei sollten das doch mal schaffen. Die hauen jetzt hier rein. Die hauen jetzt da rein. Die Steinschleuderer hauen jetzt voll kann ich hier rein. Das ist schon mal sehr gut, dass der gestorben ist. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist ein harter Kampf. Das ist ein harter Kampf. Come on, ihr schafft es. Jetzt surroundet den mal gescheit hier. Super. Und ihr mal alle auf den. Hier greift man den an. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ich glaube, es wird ein sehr teurer Kampf, aber ich glaube, wir gewinnen das noch. Ja, du bekommst den da, du bekommst den da. Du bekommst den da, ihr greift hier an. Ihr schafft den doch, ne? Ihr schafft den. Super. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Junge. Und wo geht ihr hin? Ihr habt noch Munition, ne?
will ich nur mal sagen. Alter, ich hab's noch geschafft. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eieieiei. Okay, nee, nicht mehr kämpfen. Nicht mal. Komm mal. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie viele von den Einheiten überlebt haben. Eieiei. Das war ein heftiger Kampf. Das war ein richtig heftiger Kampf. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ihr habt gar keine. Schau mal. Komm. Uiuiui. Ja, komm. Teurer Sieg. Das war richtig teuer. Warte, ich speichere mal. Für. Wie schreibt man Sieg? Rise of the Republic. 501 versus 2 Armies. Okay, 1700 aufgestellt, der 3000. Verluste 1000 und er 2500. 2500 habe ich getötet. Und der hat 10 quasi selbst getötet, aber oi. Mal schauen, wie viele ich noch behalte. Ich hoffe sehr viele. Weil das waren halt alles goldene. Ja, okay. Also ein Gold und zwei, drei, also 6er Ringe. Das war schon ein krasser Sieg. Uiuiui. 1500 Wohlstand. Ich töte den mal. Alter, da ist noch eine Vollstack-Armee. Der kann jetzt bald auch mal eine. Oh nein! Nein. Der hat jetzt wirklich die Provinz von mir weggenommen. Die da. Boah. Triumph. Super. Forschung abgeschlossen. 25% weniger Auftreten politischer Vorkommnisse. Das ist herrlich. Agent erholt. Veteran. Triumph. Bekommt der öffentliche Ordnung. Ja, das ist halt jetzt nervig. Aber es ist ganz praktisch, weil ich muss jetzt dringend der 501. beistehen. Das war ein heftiger Kampf. Das war ein richtig heftiger Kampf. Und der? Ach, der Agent hat den
den General hier, also den Veteran hier abgemurkst. Ja, auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder. Heftiger Kampf. Ich hätte es auf jeden Fall besser machen können, indem ich entweder mich komplett eingebunkert hätte, oder wenn ich die erste Armee, die ich als erstes angegriffen habe, hätte ich schneller vernichten sollen und können. Also ich hätte den Kessel um die rum viel schneller machen können, viel schneller schließen können. Du wirst jetzt mal hier. Das weiß ich eben nicht, weil die Bergmänner sind ja auch noch da. Okay, auf jeden Fall werden wir das jetzt die nächste Runde erfahren, was wir jetzt genau machen. Die 212, der werde ich Richtung, auf jeden Fall Richtung Süden schicken, weil hier, also, ja, mit der muss ich eigentlich, ich glaube, mit der 501. werde ich Richtung Rom ziehen und mit den beiden Armeen werde ich Richtung Süden ziehen. Ich glaube, das werden wir machen und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Danke. Ciao, ciao.